starte Teil 2. Okay. Und du guckst ab und zu mal hier, ob das richtig ist, ohne das Fahrrad zu berühren. Ja. Ne? Das, Olle, was sagst du dazu, dass die Natur abgerissen werden soll über dem Güntersburg-Park? Also, meinetwegen kann der Planet untergehen. Da wäre ich froh, weil die Menschheit so scheiße ist. Und dann bist du mitbestraft. Ja, ja, gerne. Aber das ist unerträglich mit meinen Mitmenschen. Ja? Die Mitmenschen strapazieren meine Nerven welche so total. Welche Mitmenschen? Es gibt 8 Milliarden. Alle, fast alle. Fast eine alle. Eine Handvoll nicht. Gibt uns schon wieder fünf Leute vielleicht nicht, aber die Masse strapaziert mich. Allgemeine. Was genau stört dich an den Menschen? Die Oberflächlichkeit. Die Oberflächlichkeit. Was für eine Oberfläche? Ich meine, die sieht ja gut aus, die Juni. Ja, das ist du hast gerade das bestätigt, die Oberflächlichkeit. Die Form ist ohne Inhalt, sozusagen. Es laufen ganz viele Behältnisse mal, rum, die gar keine alles, Füllung innen drin haben. Ja, ja. Alles ihr gut. Seid auf Bild. Juli auch drauf? Ja. Ist ja das Highlight. Oder? Ja. Nein, mehr Schein als Sein. Alle haben es hier laufen nur ein leere Tattoo. Flaschen durch die Gegend, die keinen Inhalt besitzen. Alle machen sich schön und bunt und Tattoo hier, aber es steckt nichts dahinter. Die sind nicht nur oberflächlich, die sind auch massiv angepasst. Die haben, die haben so eine Gehirngleichschaltung. Kreativität ist gleich, dann sind die Leute empört, wenn du irgendwas machst, was nicht der perfekten Form entspricht. Ne? Aber kaum kommst du mal mit einem gehaltvollen Inhalt an, ne? da nehmen sie die Beine in die Hand und rennen weg. Die machen sich selber zu Göttern, indem sie sich da alle aufhübschen, aber da steckt dann nichts dahinter. Ein Gott ohne Inhalt. Also die wollen gar nicht erst das sein, was sie wirklich sind, nämlich Menschen, sondern die wollen sich gleich als Götter irgendwie da so aufspielen. Ich kann die Götter kann ich richtig nicht beurteilen können. Irgendwie erinnert mich an das an die Glocke von Schiller. Schiller ist der bekannt. Ja, da schwärmen sehr viele von, weil da unglaublich viel Inhalt drin ist. Soll das Werk den Meister rufen? Wenn ich als Geselle rufe und sage, du bist ein Meister, dann stellst du mich doch automatisch über den Meister. Genauso wie er sich über die Götter anstellt. Nee, für mich gibt es keinen Gott. Aber, eben aber hast du noch die Menschen meinen, die Menschen halten sich für Gott. Aber für mich selbst gibt es keinen Gott. So. Ich bin Atheist oder Anarchist eigentlich. Ja, Anarchist. Das ist noch eine Stufe. Noch tiefer wie Atheist. Ja, aber es wenigstens ist ja nur ehrlich. So, ne? Die Tiere leben in der Zwangsordnung. Deswegen habe ich sehr großen Respekt vor der Tierwelt und der Pflanzenwelt, weil wir als Menschen uns da sehr viel abgucken können. Der Mensch ist geschlagen dadurch, dass er den freien Willen bekommen hat. Dadurch ist er aber auch ausgezeichnet. Weil durch den freien Willen kannst du ja selber entscheiden. Ne? Entweder du entwickelst dich so, dass du nicht der schlimmsten Todsünde verfällst, die Feigheit, sondern dass du dich auf eigenen Wege begibst und von und dich, also dich wirklich von innen heraus entwickelst, wirklich einen Inhalt bekommen, ja? Nicht nur als Flasche rumrasen, sondern wirklich einen Inhalt bekommen. Für die Jugend. Und dann kann man sich entwickeln. Und dann kann man sich aber auch für die Tante so eine Art Gottheit entwickeln, oder? Für die Tante Jugend. Ich weiß es, ich glaube... Ach so, der guckt immer nach Flugzeuge am Himmel. Nach dem Tod ist alles aus. Wir haben nur die Hoffnung oder so, dass es weitergeht. Aber so wie wir rumlaufen, indem wir uns selber so groß machen, ne? Und meinen, wir wären die Größten, dann schaffen wir es nie. Wenn es Gott geben sollte, der wird uns nie so nehmen, wie wir sind, weil wir uns ja selber so aufspielen. Ja. Falls es ihn geben sollte, aber ich glaube ja nicht. Halt viel Schein, aber die Leute haben nicht den Arsch in der Hose, mal selber ihr Gehirn einzuschalten, selber Gedanken zu denken, Gedanken zu Ende zu denken. Wir sind hier gerade beim zweiten Video. Ja, schön, dass dir das auch aufgefallen ist, nachdem es schon fast wieder zu Ende ist. So. Jetzt machst du wie Film im Film, oder was? Ach, ich hätte die wollte dir doch eben das Ding in die Hand geben. Bis du zurückfilmst. Ich soll zurückfilmen. Gegenangriff. Warte mal, wir testen jetzt mal dieses, ne? Ich klicke auf Starten. Also das können wir so nicht ins Internet stellen. Aber Wolle, das ist dein Inhalt, das ist nicht nur Flasche. Nein, aber oder? Ja, aber authentisch.
aber daran sieht man, dass wir eben alle gestört sind. Die Menschen sind alle wie Roboter, wie Word wir, und Excel. Wir sind ja jetzt, wir drei sind neuer ja, Spruch, den sage ich jetzt. Nee, aber wir drei sind ja keine Roboter. Ja, das musste man ja alles lernen für Studium und Beruf. Nein, aber wir drei sind ja jetzt keine Roboter, aber man merkt, dass wir alle irgendwie, die ganze Menschheit eine Macke hat, allein an uns dreien schon. Wir repräsentieren. Die anderen rennen jetzt wir repräsentieren die Konstruktion Mensch. Nein, nein. Wir repräsentieren die Konstruktion Mensch. Alles drauf. Und wichtig ist, dass die Konstruktion Mensch sich mal voranbewegt und zwar einheitlich, gemeinschaftlich. Wir haben nur einen Planeten. Aber wir sind zu egoistisch dafür. Jeder denkt erstmal an sich. Siehst du doch an deinen Leuten. Nee. Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Nee, aber das siehst du. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das siehst du doch an Roland und dem anderen. Erstmal. Hast du heute wieder was getrunken, ja? Kannst du die Glocke aufsagen? Die Kurzform? Kann ich. Ja, mach. Lochen die Erde, Bronze rennen, Glocke fertig, bim, bim, bim. So hat Schiller sich das aber nicht vorgestellt. Naja, der Schiller war ja auch für sie. Wir hatten die erfunden. Das haben wir wussten mal, den Taucher auswendig. Ja, da weiß ich nicht mehr. Ich weiß, ich bin nur so an, wer wagt es? Das Mann oder knapp zu tauchen zu schlummen. In den goldenen Becher werfe ich nach, verschlungen zu, von hab ihn der große Wenn mit dem Becher kann wieder zeigen, wie verhalten, wer ist sein Mann. Und dann kommt die, die, die solche. Und dann kam auch irgendwann mal dazwischen, der Mensch versuche die Götter nicht und vermag immer zu schauen, ich auch immer vergessen. Hat meine Mutter verrückt, das war es also wie lange haben wir drauf? Wie viele Minuten? Siehst du oben links die Zahl? Oben links? 7 Minuten. 7 Minuten? Ach, dann machen wir mal wieder. 7 Minuten ist gut, ne? Ja, das kann man so nicht reinstellen. Ach, natürlich kann man das so reinstellen. Die halten uns doch für bekloppt. Wir sind doch bekloppt, oder? Ja, du hast ja erst das selbst gesagt. Aber das nützt euren Garten nicht. Meine Beklopptheit, nützt euren Garten ja nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn der Ausbutton? Ach, da ist er.